Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Haushalt für den Bereich Inneres spiegelt ziemlich genau die Politik des Innensenators Henkel wider. Die Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU haben es geschafft, diesen Haushaltsplan genau auf Innensenator Henkel auszurichten, nämlich genau auf leere Symbolpolitik, eine Politik der Überschriften, teure Projekte, die für die Sicherheit in unserer Stadt nichts bringen werden. Aber ohne Inhalt und ohne Konzepte, wenn man zu den wirklichen Problemen dann kommt. Diese Probleme bleiben liegen, genauso wie der Innensenator regelmäßig abwesend ist, wenn wir hier im Parlament diese Probleme behandeln. Stattdessen eine vollkommen falsche Prioritätensetzung. Ich möchte das anhand auch einige Beispiele heute noch mal deutlich machen. Der Verfassungsschutz soll 45 neue Stellen bekommen. Das ist ein Plus von 25%, mehr als sich selbst loben können Sie auch nicht. Mit der dazugehörigen Ausstattung kostet das über 10 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, auf den Bürgerämtern gibt es für Monate keine Termine mehr. Die Bezirke müssen für jede einzelne Stelle betteln. Beim Lagiso werden Flüchtlinge nicht versorgt. Und es wird jeden Tag geltendes Recht gebrochen, weil nicht genug Personal da ist. Aber SPD und CDU stecken Millionen in die Aufrüstung des Geheimdienstes. Das ist für die rot-schwarze Prioritätensetzung. Beispiel TKÜ-Zentrum. Für 3 Millionen will der Senat ein neues Zentrum zur Telekommunikationsüberwachung schaffen. Er konnte uns aber noch nicht mal sagen, wann und wo das gebaut wird und welche Aufgaben dort erledigt werden sollen. Kommen wir zu Ihrem sogenannten Antiterrorpaket. Ich finde das schon einigermaßen erstaunlich. Nach den Terroranschlägen von Paris haben wir immer und immer wieder gefragt, ob wir in Berlin eine erhöhte Terrorgefahr haben. Und der Innensenator hat immer wieder gesagt, nein, wir haben eine unveränderte Sicherheitslage. Aber trotzdem machen Sie mal eben 16 Millionen locker für neue Waffen und für eine neue Taskforce. Das, meine Damen und Herren, ist genau die Symbolpolitik, die wir in dieser Stadt nicht brauchen. Wir brauchen Geld und Personal für die tägliche Kriminalitätsbekämpfung in der Stadt und nicht für konzeptlose Antiterrormaßnahmen, die der Bevölkerung Sicherheit nur vergaukeln. Meine Damen und Herren, es gibt genug Probleme, für die man Geld in die Hand nehmen muss. Die Schießstände der Berliner Polizei sind marode und baufällig. Von 73 Schießbahnen stehen nur 40 uneingeschränkt zur Verfügung. Dazu kein Konzept vom Innensenator, keine Millionen von der Koalition. Neue Schusswaffen für die Polizei soll es geben. Aber das Schießtraining muss ausfallen. Das sind die Zustände in Berlin und die machen mir Angst, meine Damen und Herren. Nehmen wir das Thema Personal. Noch immer werden Polizeivollzugsbeamte beim Objektschutz eingesetzt, um das dortige Personalloch zu stopfen. Noch immer müssen Vollzugsbeamte vor Botschaften stehen, anstatt Verbrecher zu jagen. Auch hierzu keine Lösung. Thema Beamtenbesoldung. Nach diesem Haushaltsplan wird Berlin den anderen Ländern noch viele Jahre hinterherhinken. Herr Henkel persönlich hat den Beamtinnen und Beamten im Wahlkampf versprochen, die Besoldung bis 2017 auszugleichen. Das, meine Damen und Herren, wird nicht passieren und somit hat die Koalition ihr Versprechen gebrochen. Der Innensenator hält es nicht einmal für nötig, vor dem Innenausschuss zu erscheinen, wenn dort eine Anhörung der Volksinitiative zur Beamtenbesoldung stattfindet. Auch wenn SPD und CDU das Thema offenbar abgeschrieben haben. Die Linksfraktion wird heute wieder einen Antrag für eine schnellere Besoldungserhöhung stellen. Sie können sich also noch entscheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Herzlichen Dank.